Schon gefrühstückt? Ja. Eher slow oder eher fast? Eher was von hier oder Quinoa von irgendwo? Denn was ihr esst, das hat sehr wohl damit zu tun, wie es so aussieht auf der Welt. Ja? Jetzt haben wir hier zwei Damen, die ich recht herzlich willkommen heißen möchte. Wir haben einmal Ursula Hudson. Winkt doch mal, genau. Dr. Ursula Hudson ist die Vorsitzende von Slow Food Deutschland und im Vorstand von Slow Food International. Neben ihr ist die Marie Pugatschow, die 26, von Slow Food Youth, arbeitet aber nebenbei auch noch in einem Startup, in einem Food-Startup und studiert auch noch Ernährungswissenschaften, also ganz engagierte Leute. Und die beiden erzählen euch jetzt, warum das wichtig ist, was man isst und wie man isst. Bitte. Hier. Wir von Slow Food, Marie, jung, ich, alt, freuen uns, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid und mit uns und vielen anderen aus dem Bündnis die Stimme für ein zukunftsfähiges Lebensmittelsystem auf die Straße tragt. Wir wissen ja alle, dass die Art und Weise, wie wir derzeit hauptsächlich Lebensmittel produzieren, nämlich industriell, unseren Lebensgrundlagen wie Wasser, Boden, Klima und der Artenvielfalt großen Schaden tut. Und weil das mit der Vielfalt so wahnsinnig wichtig ist, bitte, jetzt verfalle ich in süddeutschen Dialekt, möchte doch schnell meine bayerischen Landsleute alle auffordern, dass sie im Februar zum Artenvielfalt-Volksbegehren gehen und endlich ihre Unterschrift da bitte alle hintragen. Seid dabei! Jetzt geht's wieder hochdeutsch weiter. Wir Verbraucher und Esser, die Sabine hat gerade wichtige Dinge gesagt, wir können die überfällige Wende zu einem zukunftsfähigen System nicht alleine umsetzen, nicht alleine richten. Es braucht kluge, verantwortungsvolle, couragierte und auch mal weit vorausdenkende politische Entscheidungsträger. Dass in den politischen Reihen bis auf wenige Ausnahmen die zentrale Bedeutung für Ernährung und all diese Zusammenhänge nicht gesehen und anerkannt wird, dass der ganzheitliche Blick auf Ernährung fehlt, das ist unverständlich und höchst besorgniserregend. Und das trotz der aktuellen Entwicklungen. Ich muss nur den Jahrhundertsommer erwähnen, der uns ja einen kurzen Einblick in das gegeben hat, was vielleicht für uns Normalität wird und in anderen Ländern der Welt oder Bereichen der Erde längst Normalität ist. Wir fordern deshalb ganz dringend einen Kurswechsel hin zu einer klima- und umweltschonenden Lebensmittelerzeugung im Einklang mit Mensch, Tier und Natur. Wir brauchen nur noch eine Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung, die auf Erhalt, Ressourcenschutz und die Vielfalt der Arten ausgerichtet ist. Klima und Umweltschutz sowie eine gerechte Landwirtschaft mit Zugang zu Land für junge, zukunftsfähig arbeitende Erzeugerinnen und Erzeuger gehören sofort ganz oben auf die politische Agenda. Denn das sind wir dem Planeten und vor allem der nächsten Generation schuldig. Die steht schon neben mir. Deshalb ist die klare Botschaft an Frau Bundesministerin Klöckner sowie alle EU-Entscheidungsträger: Verspielen und vertändeln Sie nicht die Zukunft unserer Ernährung und der nächsten Generation. Seien Sie couragiert und handeln endlich! Und genau weil es unsere Aufgabe ist, als nächste Generation mit dem weiterzuleben, was heute angefangen wird, freuen wir uns, dass auch in diesem Jahr wieder so wahnsinnig viele junge Menschen überhaupt hier sind. Agrarpolitik unterstützt aktuell vor allem industriell wirtschaftende und große Betriebe. Junge Menschen, die kleinbäuerlich und ökologisch wirtschaften wollen, haben aktuell es super, super schwer, überhaupt Zugang zu Land bekommen. Aber das geht so nicht weiter. Wir brauchen eine Agrarpolitik, die jungen Menschen Zugang zu Land verschafft. Die morgen mit den Folgen unserer heutigen Wirtschaft leben müssen. Wir sind diejenigen, die morgen darunter leiden werden, dass wir heute unsere Felder durch verschiedenste Chemikalien verschmutzen und unsere Ökosysteme zerstören. Wir sind diejenigen, die morgen ihren Enkelkindern erklären müssen, warum
Politik in Zeiten des Klimawandels, der weiteren Rodung des Hambacher Forstes, eines uralten, wichtigen Waldes überhaupt zugestimmt hat, zugunsten der Braunkohle, einer veralteten und schmutzigen Technologie. Und wir sind es, die morgen gegenüber den Menschen aus dem globalen Süden werden Rechenschaft ablegen müssen und ihnen erklären müssen, warum wir uns jahrelang auf deren Kosten bereichert haben. Und deshalb lasst uns heute alle gemeinsam, egal ob jung oder alt, lasst uns laut sein, lasst uns Alarm schlagen für eine neue, für eine zukunftsfähige und umweltfreundliche Landwirtschaft. Danke.